Es gibt brandneue Nachrichten zu Ehang und vor allem sind es zur Abwechslung wirklich wichtige Nachrichten. Als Vorgeschmack, auch der Volkswagen-Konzern spielt heute eine Hauptrolle. Alles dazu und mehr erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei InvestBoost. Mein Name ist Michael Löffler und ich bin selber überrascht, dass ich nach so kurzer Zeit wieder ein Video zu Ehang machen muss. In meinem letzten Video zu Ehang war ich, was die Nachrichtenlage angeht, mehr als kritisch. Eigentlich waren die Voraussetzungen nicht besser oder vielleicht sogar etwas schlechter wie im Oktober 2020, als ich zum ersten Mal über Ehang berichtete. Allerdings hatte eben in der Zwischenzeit die Börse Ehang als Story entdeckt und sie zur neuen Tesla der Lüfte gemacht. Und auf einmal ist die Firma in aller Munde. Heute gibt es aber tatsächlich zwei neue Nachrichten, die Ehang noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken werden und für den Aktienkurs nur positiv sein können. Und wir starten gleich mit einem Video, das gestern auf YouTube hochgeladen wurde, in dem Herrn Diess, CEO von Volkswagen, mit dem Leiter von VW China ein launiges Gespräch führt und dabei ganz nebenbei Kooperationsgespräche mit Ehang andeutet. Ja. Hier wird gemunkelt, Sie wären schon mal mit einer Drohne geflogen? Ja, bin ich. Wir wollen im Prinzip eine Drohne entwickeln, die zulassungsfähig ist und die uns dann auch potenziell mal die Chance eröffnet, in diesem Zukunftsmarkt von Mobilität, individueller Mobilität, die nicht auf der Straße, sondern in der Luft stattfindet, mitzumachen. Und in dem Zuge hatte ich schon mal die Chance, bei einem Unternehmen, mit dem wir da in Gesprächen sind, mich selbst mal auf Größenordnung 100 Meter höher zu bewegen und mal ein paar hundert Meter gesteuert zu fliegen. Man hat keinen Steuerknüppel, sondern man muss sich darauf verlassen, dass die Leute im Steuerzentrum keinen Blödsinn machen. Ein interessantes Gefühl, aber spannend. Aber es hat Ihnen Spaß gemacht. Es hat uns Spaß gemacht und ich glaube auch, das ist ein Thema, das sollten wir als Konzern nicht aus dem Auge verlieren. Wenn Covid-19 erlaubt werden, Sie auch mal die Gelegenheit haben, sich in die Luft zu begeben. Auch wenn da der ein oder andere in der Sicherheit vielleicht Schweißperlen hat, wenn der Chef des Volkswagen-Konzerns in die Luft geht. Es gibt natürlich mehrere Drohnenhersteller, aber es ist absolut klar, dass es sich um Ehang handelt. Es gibt viele Indizien, die für Ehang sprechen. Es bedarf aber nur einer einzigen Tatsache, um sich sicher zu sein. Der einzige Hersteller von Drohnen, der bisher jemals Menschen ohne Pilot mehr als 5 Meter abheben ließ, ist Ehang. Natürlich können wir aus diesem Video nicht nachvollziehen, wie weit sind die Gespräche und was wird wirklich passieren. Allerdings nur die Tatsache, dass VW tatsächlich mit Ehang spricht, ist schon erstaunlich und ist für uns Aktionäre ein sehr gutes Signal. Aber aufgepasst, dieses Video dient nur der Information und ist keine Anlageberatung. Alle Informationen können falsch sein. Es kann ein Interessenskonflikt vorliegen, da ich investiert bin. Aber wie bereits angekündigt, gibt es eine weitere wichtige Nachricht um Ehang. Am 27. Januar 2020 wurde bekannt, dass Ehang bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 an dem Aufbau eines Drohnenverkehrsnetzes für Paris mitarbeiten wird. Hier seht ihr die Pressemitteilung von Ehang zu dem Thema. Und ich habe euch eine Passage dazu markiert. Hier wird vermittelt, dass man der einzigste kommerzielle Anbieter für diese Aufgabe wäre. Leider ist das ein wenig geschummelt. Ich habe mir die Pressemitteilung der französischen Organisation angeschaut, die für dieses Projekt verantwortlich ist. Und hier wird klar, dass auch Volocopter und noch weitere Teilnehmer wie Airbus genannt sind, die ebenfalls im Aufbau dieses Netzes mitarbeiten sollen. Im Zuge dieser Nachricht werden ab Juni 2021 erste Tests in der Region Pontoise stattfinden. Sorry, ich kann das nicht richtig aussprechen. Das ist etwas oberhalb von Paris und läuft unter der Aufsicht der französischen Luftfahrtbehörde ab. Allerdings ist klar zu sagen, dass Ehang sich hier in der Pole Position fühlen darf, denn Airbus und andere Teilnehmer sind meilenweit entfernt, 2024 eine Drohne am Start zu haben. Lediglich Volocopter wird ebenfalls soweit sein. Somit ist auch, wenn Ehang in seiner Pressemitteilung etwas geschummelt hat, das doch eine überaus gute Nachricht für uns Ehang-Aktionäre. Wenn ich diese zwei Nachrichten zusammenfasse, kann ich zwar nicht sagen, wie sich der Kurs der Aktie weiterentwickeln wird,
Allerdings sind diese zwei neuen Meldungen absolut positiv und rücken Ehang immer weiter in den Mittelpunkt des neuen Drohnenmarktes. Wie auch beim letzten Mal erwähnt, halte ich weiterhin an meinen Anteilen fest und freue mich, dass aus einem kleinen Investment ein großes wurde, das mittlerweile bereits ein echter Ten-Bagger für mich ist. Wie ihr seht, bleibe ich an meinen Themen dran und ihr könnt euch sicher sein, gibt es wichtige Nachrichten zu meinen Aktienvorstellungen, werde ich diese auf YouTube oder auch auf meinem Instagram-Kanal mit euch teilen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch und wenn ihr weiterhin gut informiert bleiben wollt, abonniert meinen Kanal und ciao!